für ein Leben im Jenseits. Eine besondere Leistung der ägyptischen Hochkultur. Das Grab, eine Wohnung für die Ewigkeit. Vorsorge für ein Leben nach dem Tode. Warum ließ Heti, wir sind ihm auf der Seite 67 schon begegnet, eine Statue in sein Grab stellen, die ihn als stolzen Schreiber zeigt? Der Grund ist, dass die Ägypter davon überzeugt waren, dass sie nach dem Tode weiterleben konnten und dass sie mit der Ausstattung ihres Grabes beeinflussen konnten, wie ihr Leben im Jenseits aussah. Mit der Statue, die über 4000 Jahre in seinem Grab gestanden hat, wollte der Schreiber Heti das Ansehen und die Vorrechte, die er im Leben genossen hatte, mit in das Jenseits hinübernehmen. Wovon lebt der Tote? Die Ägypter glaubten, dass das Leben im Jenseits ähnlich aussah wie das Leben im Diesseits. Wie im wirklichen Leben mussten sie auch im Jenseits Nahrung zu sich nehmen. Von in Stein gehauenen oder in die Wand gemalten Broten konnte sich der Tote bis in alle Ewigkeit ernähren. Da das Leben im Jenseits also davon abhing, wie das Grab ausgestattet war, betrieben die Ägypter einen hohen Aufwand für ein gutes Grab, denn das war die Wohnung für die Ewigkeit.